Was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen, World's Finest Gamer am Start. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen guten Morgen da draußen und möchte mich direkt an dieser Stelle bei euch allen entschuldigen, und zwar dafür, dass ich euch gestern im letzten Video versprochen hatte, dass gestern Abend noch ein Video folgen sollte, nämlich das Video, was ihr jetzt hier in diesem Video sehen werdet, logisch. Aber ich habe das gestern halt einfach zeitlich nicht mehr geschafft. Ich kam gestern einfach viel zu spät nach Hause und mir hat einfach die Zeit gefehlt, dieses Video für euch zu machen, und deshalb kommt dieses Video auch jetzt erst in der Früh. Ich hoffe, ihr seid nicht allzu sauer auf mich dafür, dass ich mein Versprechen nicht einhalten konnte. Aber ja, Freunde, dafür bekommt ihr dieses Video jetzt hier. Besser spät als nie. Es tut mir wirklich leid. Und ich würde sagen, dann beginnen wir jetzt direkt einmal mit dem eigentlichen Video. Aber worum geht es hier in diesem Video? Und zwar hat Rockstar Games jetzt einen Artikel veröffentlicht, in dem sie euch beten, euch mitzuteilen, was ihr in GTA mögt, was ihr nicht mögt und was ihr gerne in zukünftigen DLCs in GTA Online sehen bzw. haben möchtet, Freunde. Ich lese euch mal den gesamten Artikel vor, den Rockstar Games gepostet hat. Wir haben die Feedback-Sektion der offiziellen GTA Online-Website aktualisiert, um euch eine bessere Anlaufstelle für euer wichtiges Feedback zu euren Spielerfahrungen zu liefern. Mit der neuen, einfach zu benutzenden Oberfläche und eindeutigen Kategorien für alle Aspekte der GTA Online-Spielerfahrung hoffen wir, dass ihr uns weiterhin mitteilt, was ihr mögt, was ihr nicht mögt und was ihr in zukünftigen Updates von GTA Online sehen wollt. Also Freunde, wie ihr gerade schon gehört habt, ist es jetzt nun eure Chance, eigentlich im Grunde unser aller Chance, Rockstar Games mitzuteilen, was wir in GTA Online gerne haben, was wir nicht gerne haben und was wir denn in zukünftigen DLCs in GTA Online sehen wollen. Freunde, wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, euch gehen die Noob-Bikes bzw. die Oppressors auf den Sack, dann ist das jetzt zum Beispiel eure Chance, auf diese Seite zu gehen und denen das mitzuteilen, indem ihr sagt, hört mal Rockstar Games, die Raketen vom MK2 Oppressor-Bike, die sind einfach viel zu overpowered, könnt ihr die nicht mal ein bisschen nerven, ein bisschen runterschrauben so. Oder wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, Rockstar Games, wir spielen jetzt schon so lange GTA und wir wünschen uns im Grunde seit Jahren ein Polizei-DLC. Wenn ihr denen das mitteilt und wenn genug Leute denen das mitteilen, dann ist auf jeden Fall dort eine große Chance, dass ihr dieses DLC in Zukunft bekommt, beziehungsweise dass sich eben etwas in GTA Online verändert. Denn Rockstar Games ist im Grunde wirklich eine Spielefirma, die auf die Community hört, denn das hat man in der Vergangenheit schon des Öfteren gesehen. Denn wenn wir uns mal an das Bikers DLC zurückerinnern, Freunde, dieses DLC ist eigentlich wirklich ein DLC gewesen, welches die Community sich gewünscht hatte, beziehungsweise ich weiß noch ganz genau, wie damals Unterschriftenaktionen gestartet wurden, dass wir ein Bikers-DLC in GTA Online bekommen möchten. Und was hat Rockstar Games gemacht? Gut ein halbes Jahr später haben sie dieses doch sehr große Bikers-DLC in GTA Online veröffentlicht gehabt. Außerdem hat zum Beispiel die Community, die hat sich in der letzten Zeit verschiedenste Autos gewünscht. Ich erinnere mich zurück an den Jester Classic zum Beispiel. Und was hat Rockstar gemacht? Sie haben dieses Fahrzeug ebenfalls veröffentlicht in GTA Online. Oder jetzt erst beim letzten DLC, der Schlagen GT, den wollten ja auch schon so viele Spieler in GTA Online haben, bevor dieses Update halt rauskam. Und Rockstar Games hat an dieser Stelle ebenfalls auf die Community gehört. Und deshalb, Freunde, kann ich euch allen da draußen nur raten, klickt auf den Link, den ich euch da jetzt verlinkt habe, den Rockstar Games halt selber hier in diesem Artikel bewirbt, und teilt denen eure Meinung mit. Sagt denen, was ihr an GTA Online mögt, was ihr nicht mögt und was ihr denn gerne in zukünftigen Updates sehen wollt. Ich klicke da gleich auch drauf und werde da auch mal was denen mitteilen, was ich mir in zukünftigen Updates gerne von denen wünschen würde. Ich werde Rockstar Games mitteilen, was mir an GTA Online derzeit gefällt und was mir nicht gefällt. Aber wie gesagt, das Wichtigste für mich ist halt einfach, dass ich ihnen mitteile, worauf ich in der Zukunft Bock habe in GTA Online. Und das wäre auf jeden Fall wieder irgendetwas, was so in die Richtung der Oldschool-DLCs geht, so in Richtung vielleicht des ersten Heist-DLCs oder so, vielleicht auch irgendwas in Kombination mit einem Polizei-DLC und so ein bisschen weg von dieser ganzen Arena-War-Scheiße, die da in letzter Zeit kam. Freunde, versteht mich nicht falsch, das Arena-War-DLC, das Grundprinzip davon war nicht schlecht,
Aber sind wir ehrlich, das passt irgendwie nicht in GTA Online, meiner Meinung nach, mit diesen ganzen Mad Max-Fahrzeugen und so. Das ist meiner Meinung nach einfach kein GTA Online. Und das hat mir auch so nicht unbedingt gefallen gehabt. Und das werde ich Rockstar Games auf jeden Fall mitteilen. Und ich denke, wenn genug Leute ihre Meinungen denen mitteilen und genug Leute wirklich dieselbe Meinung teilen, dass Rockstar Games hier wirklich etwas umsetzen wird. Okay, Freunde, ich habe euch jetzt, glaube ich, alles gesagt, was ich euch in diesem Video hier sagen wollte. Den Link zu dieser Seite findet ihr auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung und im angepinnten Kommentar verlinkt. Ich hoffe, dass ihr ein bisschen nachdenkt und Rockstar Games wirklich eure Meinung mitteilt. Sei es denn, was ihr mögt, was ihr nicht mögt und was ihr gerne in zukünftigen Updates, DLCs in GTA Online sehen möchtet. Und ja, dann würde ich sagen, bin ich jetzt so langsam an dieser Stelle raus. Wenn euch dieses Video hier gefallen hat, dann zeigt es mir auf jeden Fall mit einem Däumchen nach oben. Teilt dieses Video auf jeden Fall mit all euren Freunden, damit wirklich jeder hingeht und jeder Rockstar Games seine Meinung mitteilt, weil wir sind alle eine Community. Wir sind alle die Spieler von GTA bzw. von GTA Online. Und ja, wir haben die Chance auf jeden Fall, GTA Online wieder zu etwas Besserem zu machen durch diese neue Feedback-Seite, die Rockstar Games jetzt hier ins Leben gerufen hat. Freunde, ich bin raus. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns heute Abend im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund, haut rein und ciao.